Guten Morgen, ladies and gentlemen, willkommen zurück zu Forza Horizon 5 und heute werden wir den 2024er Ford Mustang GT nehmen und endlich mal zum Drifter aufbauen. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich das machen möchte, seit der Wagen ins Spiel gekommen ist und ja, heute ist es dann endlich mal soweit, es wird passieren. Ich habe richtig Bock auf diesen Aufbau auf jeden Fall und ja, bin aber mal gespannt, wie es laufen wird. Ich glaube, allein vom Motor her wird schon mal interessant werden, weil wir da verschiedene Sachen zur Auswahl haben werden. Ich würde es gerne mit dem Stockmotor versuchen, aber wenn der es nicht wird, dann wird es halt ein anderer. Also da glaube ich, habe ich jetzt heute nicht so die Ambitionen, unbedingt bei dem bleiben zu müssen, weil ich denke, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind da ein paar schicke V8 zur Auswahl. Und ja, ich würde sagen, deswegen gehen wir einfach mal direkt dann rein zum Tuning und gucken mal, was wir so machen können. Wir können natürlich erstmal dem Standardmotor, der eh schon viel Power hat, noch eine Aufladung geben. Wären dann schon bei 6,44. Ich denke, ich würde sogar auf Turbos gehen. Bei diesem Wagen wäre das, denke ich, gerechtfertigt. Aber was haben wir für Swaps nochmal? Wir haben einen Diesel, wir haben einen GT350, den Viper V10, den TVA V12. Jo, das ist der Formula Drift tatsächlich, der Formula Drift V8. Wie gesagt, ich würde sehr gerne mal gucken, wo wir standardmäßig von der Power her hinkommen. Ansonsten wird es halt der große Wacht. Ich würde ihm auch einfach mal das Bodykit geben für die Drift-Folge. Ist das fein? Ich habe noch einen weiteren Aufbau geplant mit ihm. Der wird dann eben ohne Bodykit sein. Dann haben wir zwei ohne und zwei mit. Das ist fein, denke ich mal. Er kriegt aber, würde ich sagen, ja, komm doch, er kriegt auch den großen Flügel. Warum nicht? Hat er sich bestimmt verdient. Ganz bestimmt. So, die Driftreifen kriegt er rein. 2,85er an der Front. 3,35er auf dem Heck, das passt gut. Die Felgen, gucken wir mal, wenn wir ein Design haben. Welches Anime-Design wir heute drauf machen werden, werden wir dann sehen. Das ist ja immer so die Tradition mittlerweile bei meinen Drift-Aufbauten. Es muss ein Anime-Design sein. Da gibt es nur selten was, wo ich andere Liveries drauf mache. Wie der F40 beispielsweise, weil da das Liberty Walk-Design einfach zu gut gepasst hat. Drift-Fahrwerk. Stabis kriegt er natürlich, Verstärkung, also Überrollkäfig kriegt er auch noch mit rein für die Optik alleine. Gewicht dann auf 1,4 Tonnen runter. So, jetzt ist die Frage, wo geht's von der Power her hin? Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, wobei das sieht mir nach gar nicht so wenig aus, ehrlicherweise. Wir haben ja noch die Turbos und die Nockenwellen, also vielleicht geht da doch einiges. Ah. 1000 PS mit dem Standardmotor? Ja, guck mal. Ja, dann. Würde ich sagen, versuchen wir es damit. Klar, der andere Motor, der wäre natürlich theoretisch besser, würde ich sagen. Weil ich glaube, der ist noch nicht mal bei seiner maximalen Power. Ich glaube, mit dem anderen könnte man sogar nochmal auf 1300 oder 400 gehen. Mit dem Formula Drift Motor tatsächlich. Ja, aber den kannst du halt auch noch aufladen auf 1700 sogar. Krass. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir... Wir machen es, glaube ich, zwei. Mit beiden machen wir es dieses Mal. Ich werde versuchen, zuerst mit diesem Motor, mit dem Standardmotor ihn hinzubekommen. Dass er vernünftig driftet. Werde, wenn das... wenn wir allerdings dann zu der großen Driftzone gehen, werden wir auf den Formula Drift Motor wechseln und dem einfach wirklich volle Möhre alles geben, was er hat. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir ein Anime-Design? Ich fürchte nicht. Ich glaube leider, dass das hier... Doch, da! Da haben wir doch ein Anime-Design. Aber ohne Bodykit ist die Frage, ob das vernünftig aussehen wird mit dem Bodykit. Weil das die Proportionen von dem Wagen ja schon gut verzerrt. Deswegen bin ich mir gerade gar nicht sicher, ehrlicherweise. Ob das hier so gut aussehen wird. Ja, doch. Ja, auf der Haube ist ein bisschen weird. Aber ansonsten kann man es machen. Jawohl, Leute, wir haben Anime-Design gefunden. Ich bin happy. So, wie gesagt, jetzt kriegt er da noch andere Felgen. Felgen sind natürlich exorbitant relevant, ne? Das ist ja
eindeutig. Ich würde aber ganz gerne mal direkt hier hinterschauen. Mal gucken, ob wir da was Schickes finden, jetzt unter den spezielleren Felgen. Nee. Was tut man denn? Was tut man denn? 3 Stunden in der Felgenauswahl verbringen, das tut man. Ich meine, sind wir ehrlich, wir sind es gewohnt, nicht wahr? Wir sind es gewohnt. Ich glaube, die vielleicht ein bisschen größer. So als 20 Zoll. Nee. Ja, ist okay, du kannst den Kommentar zurücknehmen. Ich weiß, du hast gerade schon geschrieben, Mann, was machst du da? Mach mal nicht, die sind hässlich. Oh. Aber irgendwie schon, ne? Das ist eine wilde Kombi, die gefällt mir aber. Das ist eine sehr wilde Kombi, die mir aber, wie gesagt, wahnsinnig gut gefällt, auf jeden Fall. Alright. Bin ich mal gespannt, wie er driftet. Er sieht schon mal vernünftig aus. Also rein optisch gelungen, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. So, Moment, ich möchte mal direkt hier reingehen und einige Dinge ändern, die man bei einem Drift einfach grundlegend immer ändern kann. Getriebe viel zu lang, das weißt du jetzt schon, ne? So, genau, auch das hier. Darf gerne schon mal alles abgeändert werden. Downforce kriegt er ein bisschen weniger mal. Weil das ist natürlich sehr krasse Aero, die er hier hat. Mit dem fast schon GTD-Bodykit. So. Haben wir das hier schon mal primitiv alles gemacht. Alright, ich bin gespannt. Ist wie gesagt ein Aufbau, den ich schon länger mal machen wollte. Mal schauen, ob es sich lohnt. Ja. Das war schon mal ein sehr guter Drift. Getriebe ist noch ein bisschen lang. Das darf gerne ein Stück kürzer sein. Wir brauchen nicht viel Topspeed in den Ding. Ist einfach irrelevant. Ist doch einfach irrelevant. Ja, 40.600 ist nicht wenig, ne? Das ist nicht wenig. Ich glaube, 41.000 ist der Rekord. 43.000, das ist trotzdem... trotzdem gut. Ich würde ganz gerne mal... ich glaube, die Driftzone sehe ich mit ihm. 227.000. Mal schauen, ob er das packt. Aber ja, ich bin trotzdem der Meinung, so ein paar PS mehr würden dem Motor nicht schaden. Durchaus. Also ich denke echt, der Formel-Drift-Motor gleich, der wird es nochmal auf ein anderes Level befördern. Dieses Fahrzeug hier. Mit dem Sand drüber, kein Problem. Okay, dann müssen wir jetzt so ein paar kleinere Pendler machen, bevor wir in die Kurve reinkommen. Ja, und dann nehme ich hier auch die ganz enge Linie natürlich. Klar, so holt man die meisten Punkte nicht.
Kein schlechter Run trotzdem. Kein schlechter Run. Probier es auch mal in die andere Richtung. Aber ja, ich denke wirklich, der von der Drift-Motor da mit 1700 PS, der wird besser sein. Ich habe ihm gar nicht Anti-Lag gegeben, ne? Das wäre natürlich noch besser gewesen. Für einen Drifter, das sollte man da auf jeden Fall machen. Nicht nur für die Soundkulisse, sondern natürlich auch einfach für, dass die Power einfach ein bisschen besser anliegt. Das wäre schon gut gewesen. Dass der Wagen sich dafür so gut macht, ist schon nice. Ich meine, es ist eh wild, was wir jetzt mit dem Mustang alles schon gemacht haben. Wir haben jetzt einen Performance-Aufbau, normalen, einen GT3-Aufbau quasi, einen Drift-Aufbau, was ja so komplett unterschiedliche Aufbauten sind alleine schon. Und ich sag mal, ich habe hier noch geplant für eine Bau dir was Folge, dass wir ihn da mal noch rannehmen zu einem weiteren, grundlegend anderen Performance-Aufbau. Also das wird sehr geil werden auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Wo ich auch Bock drauf habe, ist ihm nochmal jetzt ein bisschen mehr Power zu geben. Und zwar so geschmeidige 1700 PS ungefähr. Oder 1900 meinte ich, Entschuldigung. Wollte hier jetzt nichts unterschlagen, ehrlicherweise. Ich sag mal, 1,4 hätten mir auch gereicht, aber wenn ich schon die Wahl hier habe, dann machen wir es auch so. Okay, ich glaube, jetzt kann man das Getriebe echt nochmal ein bisschen länger stellen. So 2,50 ungefähr. Und dann gucken wir mal, also rein vom Gefühl her, wird das kein Rekordsetter werden, aber schon so 1.085.000, vielleicht sogar 90.000, rein vom Gefühl, wie gesagt. Ja, auch das ist jetzt nochmal ein anderes Biest. Ich wollte mal gucken, wie der Drehzahlmesser damit klarkommt. Die Antwort ist gar nicht. Alright, let's go. Super schlechter Start, by the way, schon mal. Aber gut, bergauf wird der Rekord ja sowieso nicht geholt, wie wir wissen. Boah. So clean dieser Wagen. Jetzt mit dem Motor hier. So clean. Boah, okay, das fühlt sich richtig geil an. Das fühlt sich richtig clean an. Vielleicht doch ein Rekordrunner? Der zweite Rekordrunner in 2 Wochen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, hier das Backup-Stück ist... Das muss ich ein bisschen anders machen, glaube ich. Auch Backup dann später muss ich da vielleicht ein bisschen langsamer machen und einfach mehr pendeln. Ich zupfe seine Nase mit dem Controller zum Gesicht, damit ich mich kratzen kann. Mit dem Daumen dann. Auch angenehm mitten in den Drift, wenn die Nase anfängt zu jucken. Ja, 400.000 hier raus ist super gut. Also vielleicht, wie gesagt, kann er doch Attacke machen. Das wäre schon geil, wenn es der 24er Mustang dann schaffen würde, den 400Z zu schlagen, der aktuell seit mittlerweile wirklich einem Jahr, glaube ich, den Rekord hält. Ich glaube, Juni 2023. Olli hat das mal geschrieben gehabt in die Kommentare. Grüße an Olli an der Stelle. Aber wie gesagt, damals war es fast schon ein Jahr, wie er es geschrieben hat. Und das dürfte ein Monat her sein, meine ich. Das ist schon... Das macht auch Laune einfach mit dem Ding. Das macht auch wirklich einfach Laune.
weil du ihn so gut kontrollieren kannst jetzt mit dem Mocha. Was paradox klingt, weil wir haben ja jetzt fast doppelt so viel Leistung wie vorher. Aber das ist halt genau das Ding. Ich kann jetzt eben so fahren, dass ich eben nur da meinetwegen jetzt drei Viertel Gas fahre. Weil ich einfach mehr nicht brauche gerade. Während ich vorher die ganze Zeit eigentlich Vollgas scheppern musste. Ah, das war jetzt nicht gut. Da sind wir ein Stück gerade ausgefahren. Ja, wer die Millionen bergauf schafft, hat trotzdem schon mal relativ locker. Aber nicht ganz so locker wie manche andere Fahrzeuge. Also, ja, Rekord vielleicht doch nicht. Da hatten wir bergauf schon deutlich bessere Scores auf jeden Fall. 1.040.000 ist zwar nicht wenig. Aber wie gesagt, da hatten wir schon deutlich besseres auf jeden Fall. Das ist die Frage. Vielleicht profitiert er ja sehr vom Bergabfahren. Mal schauen. Er sieht dabei auch noch so böse aus, ne? Wahrscheinlich ist es so brutal an. Also. Geiler Wagen. Sehr geiler Wagen. Ich weiß nicht, ob der Start so gut ist, das werden wir gleich jetzt sehen. Je nachdem, wann ich die 80.000 schaffe, das ist für mich immer so ein Indikator. Ja, doch, Start ist fein. So vor Ende von der längeren Linkskurve 80.000 zu haben, ist dann ein feiner Start auf jeden Fall. Okay, das ist super clean. Das Problem ist, der Regen gerade hilft nicht. Der macht es gerade ein bisschen schwieriger, die Speed aufzubauen, die ich brauche teilweise. Man möchte natürlich meinen, im Regen driftet sich besser, weil da einfach deutlich mehr rutscht. Aber wie gesagt, rein für den Score hilft mir der Regen gerade nicht so, ehrlicherweise. Ich bin echt, ich war mir nicht sicher, ob ich den Drift abfange. Das war ja schon ein sehr krasser Winkel. Aber haben wir gemacht. Haben wir gemacht, sage ich euch. Jetzt brauche ich ein bisschen Speed. Hier eng rein. Bisschen raus, aber nicht zu weit. Schön. Das ist nämlich immer noch, finde ich, einer der schwierigsten Abschnitte in der ganzen Driftzone. Deswegen, dass wir den jetzt gut gemeistert haben, ist schon mal sehr, sehr gut. Feuerwerk einfach, ne? Wirklich dieses Maschinengewehr hinten raus. Das ist so wild. Boah, war das eng. War das eng an der Leitplanke. Das war super schön. Okay, er hat das Potenzial, aber ich brauche einen perfekten Run. Ich sage, er hat das Potenzial. Und ich weiß, das sage ich bei vielen Fahrzeugen, aber bei ihm sehe ich es auch innerhalb meiner Fähigkeiten als machbar. Innerhalb meiner bescheidenen Driftfähigkeiten. Seht ihr ja, der driftet sich hier wahnsinnig clean rum einfach. Also, was hatte ich gesagt? 85.000, 90.000 kann er auf jeden Fall schaffen. Ich bin mal gespannt jetzt gleich.
wir mit dem ersten Run hier durch sind. Weil ja schon einige Sachen nicht ganz optimal waren. Das werden knapp 80.000 schon mal. Okay. 1.080.000 beim ersten Run. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. 20.000 Punkte sind eigentlich machbar zu holen. Wenn man ein paar Drifts besser connected. Ein paar mit Linie ein bisschen weiter nimmt. Dann ist das eigentlich wirklich realistisch. Deswegen, come on. Versuchen wir den Rekordrun hier jetzt. Es wäre insane, wenn er jetzt heute fallen würde. Mit diesem Wagen. Wäre so geil einfach nur. Da sind schon mal ein paar Punkte mehr, als wir gerade hatten. Ja, das ist jetzt schon mal ein etwas besserer Run. Komm mal, diese Verbesserungen jetzt auch runter. So, hier Make or Break. Maken wir. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Müssen wir hier ein bisschen Speed aufbauen. Hier vernünftig rumkommen und uns wegdrehen. Fuck. Ja, das war ein Problem. Das war von Anfang an leider ein Problem dann, wo wir hier rausgekommen sind. Bin ich hier nicht schon rumgekommen? Ärgerlich, weil vorher war es richtig gut, aber das zeigt mir jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hatten gerade 10.000 im 10.000 auf der positiven Seite für uns. Deswegen sage ich, das ist absolut machbar. Come on. Sehr weit außen. Wie gesagt, jetzt hier machen wir diesmal auch wieder das, was ich gerade gemacht habe. Diese langsamen Gegenpendler. Die haben gerade, glaube ich, einen ganz guten Sinn gehabt. Hier versuchen weit außen, wie gesagt, weit außen. Komplett rüber und dann erst rum. Na, der ist schlecht auf jeden Fall, der, den wir gerade hatten. Mich interessiert trotzdem, wo er hinkommt. Ob das trotzdem jetzt insgesamt schon eine Verbesserung dann werden könnte oder nicht. Er ist, wie gesagt, auf jeden Fall schlechter als das, was wir gerade hatten. Schon so 5, 6, 7.000 Punkte.
Hier ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wie weit darf ich raus? Oh, da habe ich jetzt super viel liegen lassen. Da hatte ich super viel liegen lassen gerade. Da habe ich den Drift nicht hinbekommen. Maximal ärgerlich. Außen halten, außen halten, außen halten. Schön. Come on. Jetzt auch hier. Versuchen wir es gar nicht in einmal durch, sondern machen einfach zwei schöne Pendler rein. Ja, ich glaube, vom Gesamtscore sind wir gerade sehr ähnlich zu unserem ersten Run. Wenn ich es richtig abschätze gerade. Was an sich ein gutes Zeichen wäre, weil wir hatten jetzt ein, zwei Sachen drin, die nicht so funktioniert hatten. Ein, zwei Stellen. Unter anderem auch jetzt hier nochmal. Boah. Okay, würde mich jetzt so gar nicht mal wundern, wenn es weniger wäre. Am Ende. Sind auf jeden Fall zwei größere Fehler mit dabei gewesen jetzt. Wie gesagt, auch oben weiß ich, dass ein bisschen mehr machbar ist nochmal. Und trotzdem wird das ein guter Score. Trotzdem wären das wieder fast die 80.000. Wow, okay, Leute. Der war ein Kanz. Der war ein Kanz. Der kann's schaffen. Wir hatten echt einige gröbere Fehler mit dabei. Ich dachte auch, der Start allein schon war ja nicht ansatzweise perfekt. Schön geschmeidig clean rum hier. Die hier gar nicht versuchen in einem Mal durch, sondern den Pendler nehmen wir mit. Möglichst viel von der Straße mitnehmen. Das ist gerade nur okay tatsächlich. Und das wird der Dreher. Okay, aber was war das Problem gerade? Wahrscheinlich der Abschnitt nach der 180 Grad rechts. Schätze ich jetzt mal, dass ich da doch einen Pendler zu viel drin hatte. Weil wie gesagt, da geht auf jeden Fall mehr. Das ist so ehrlich, dass der zweite Run, den wir gemacht hatten, nicht zu Ende gegangen ist. Weil der wäre wirklich gut gewesen, glaube ich. Der wäre wahnsinnig gut gewesen, auf jeden Fall. Das war nix. Also nicht ganz nix, aber nicht ganz das, was ich haben wollen würde von dem Wagen.
Ja, besser. Besser als gerade. Besser als gerade. Immer noch nicht auf dem Level vom zweiten. Aber wie gesagt, schon mal ein Stück besser. Und wir sind auch nicht an der Stelle, wo wir die zwei gröberen Fehler drin hatten. Die ja das Hauptproblem gewesen sind. Und schon gut was am Score gefehlt hatte dann am Ende. Deswegen mal schauen, wo wir damit hinkommen. Okay, einen Fehler haben wir schon mal ausgeglichen. Dadurch schon mal ein paar Punkte mehr, würde ich jetzt sagen. Wenn auch nicht allzu viele, aber wie gesagt, ein paar tausend Punkte sind das jetzt schon. Trotzdem Rekord. Rekord wird es potenziell eher weniger werden. Ich glaube, wir haben doch wieder einen Fall von, wenn es perfekt laufen würde, dann ja. Aber diese perfekten Runs kriege ich einfach nicht hin. Was war das denn jetzt? Ich bin gleich mit dem Daumen abgerutscht aufs Runterschalten, dann auf X. Weil ich ja die ganze Zeit über A drüber habe. Also ja, leicht mehr als vorher, aber am Ende des Tages bleibt es dann doch wieder knapp unter oder knapp über 180.000. Irgendwann werden wir den Wagen finden, mit dem ich diesen perfekten Run schaffe. Und dann fällt der Rekord endlich mal. Der Wagen heute, der Mustang, ist es nicht gewesen, leider. Schade, wie gesagt, ich glaube, er könnte, aber ich krieg's einfach nicht hin. Und ja, wir arbeiten weiter. Irgendeinen werden wir finden. Irgendeinen werden wir finden. Auf jeden Fall trotzdem ein sehr gelungener Aufbau. Auf jeden Fall 1.080.000 ist schon sehr, sehr, sehr stark, würde ich sagen. Für einen Wagen, der das eigentlich auch nicht so ganz können sollte, was er hier gerade macht. Bedanke mich bei allen, die mit dabei waren. Und ja, das wäre es dann mit diesem Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!